Seit einiger Zeit tauschen die Mittel des Al-Hamdi-Mediensystems einige Menschen und die lieferte viele Informationen, die die Opposition überall unterstützen. Aber dieser Trick hat und wird nicht die ganze Zeit anhalten. Und Tag für Tag wird die Welt offenbart, dass alle Medien, die von Al-Hamdi-Organisation und der Regierung von Erdogan in der Türkei finanziert und unterstützt, nur den Extremismus und den Terrorismus unterstützen. Und obwohl Ägypten die Führung bei der Aufdeckung von Anschlägen und die Pläne des Al-Hamdi-Regimes vor der internationalen Gemeinschaft hatte, haben viele Länder der Welt die Notwendigkeit zur Kenntnis genommen, um von den Erfahrungen Ägyptens gegen die Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus zu profitieren. Und Libyen wurde kürzlich in die Liste der Länder aufgenommen, deren Bevölkerung jegliche Einmischung von außen ablehnt. Darunter natürlich die Intervention in Katars durch seine Medien wie den Sindar Salam. Und die libysche Regierung muss in diesen Kanal stoppen, nachdem die nachgewiesen wurde, dass diese Kanal mit der Bruderschaft und der Regierung von Al-Hamdi und Erdogan verbunden ist. Und der Direktor der Abteilung von Auslandesmedien in der libyschen Regierung, Malik Sharif, gab bekannt, dass der Sindar eingestellt wurde und betonte, dass keine Arbeitserlaubnis für den Sindar in allen Bereichen der libyschen Regionen erhalten habe und erhalten werde. Und betonte auch die Suspendierung von Korrespondenten des Al-Wasa-Kanals in Benghazi und Tobruk vor der Ausübung ihrer Arbeit, wegen ihrer Nicht-Einhaltung der Gesetze der ausländischen Medien und wegen ihrer mangelnden Achtung der libyschen Gesetze und der geltenden Gesetze. Und zu den Gründen für die Einstellung des Kanals im Osten des Landes sagte Sharif, der Kanal funktionierte ohne richterlichen Schritte. Und noch wichtiger ist, dass es mit der Muslimbruderschaft und dem katarischen Regime zusammenhängt.